Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich unwahrscheinlich freue. Und zwar hatte ich euch Dienstag ja schon quasi gefragt, beziehungsweise euch wissen lassen, dass ich mir einen neuen Gürtel gekauft habe. Und am Titel wisst ihr jetzt auch, für welche Marke ich mich entschieden habe. Ich schwankte ja immer zwischen dem Celine und dem MS-Gürtel. Und jetzt die Woche war es tatsächlich soweit. Ich habe mich vor ein paar Wochen entschieden, dass ich den MS-Gürtel gerne hätte, auch wenn ich ihn schon in Gold habe. Dazu kommen wir später. Ich hatte euch auf Instagram ja auch schon mal gefragt, welchen Gürtel ihr an meiner Stelle nehmen würdet. Und die meisten waren für den Celine-Gürtel, aber dazu später. Ich würde sagen, wir packen das schöne Stück einmal aus. Und dann sprechen wir mehr über, warum habe ich mich für diesen Gürtel entschieden, nicht für den Celine. Ich zeige euch noch so ein, zwei Outfits, wie ich den tragen würde. Und ja, ganz viel Spaß mit dem Video. Ich hatte gestern, muss ich sagen, auch eine unwahrscheinlich nette Verkäuferin. Das Mal davor war ja ziemlich kolossal gelaufen, dass ich diesen Gürtel gestern überhaupt bekommen habe. Aber wie gesagt, erst das Unboxing und zu den Details später. Also das Ganze kommt natürlich in eine schöne Tüte. Und dann haben wir hier das kleine Kästchen. Hier habe ich noch die Rechnung. Aktuell kosten die Kelly-Gürtel übrigens 750 Euro, falls euch das nochmal interessiert, weil nicht jeder hat ja einen Hermes-Store vor Ort. Und ja, dann kommen die in dieser wunderschönen Box. Und was ich jetzt so süß finde, und ich habe das Unboxing von meinem ersten Kelly-Gürtel, den ich vor knapp über einem Jahr gekauft habe, mir nochmal angeguckt. Deshalb gibt es heute auch eine kleine Review noch dazu, weil ich zudem natürlich sehr, sehr viel schon sagen kann. Aber ich habe mir nochmal angeguckt und total süß. Der Kelly-Gürtel kommt ja in diesem großen Staubbeutel und kommt aber auch noch mit diesen Mini-Staubbeuteln, die hier über diesen Enden sind, wo die Metallteile dran sind, damit das Ganze nicht irgendwie am Leder oder so kratzt. Das ist so niedlich, das ist so niedlich. Und in dem Video letztes Jahr hatte ich mich da auch schon so drüber gefreut. Und als ich den gestern auspackte, sah ich das auch wieder, weil ich bewahre die Gürtel zum Thema Aufbewahrung. Ich bewahre die, wir haben hier so einen Pax-Kleiderschrank und ich habe da so einen Einsatz da drin und ich bewahre den immer so aufgerollt in einem dieser Fächer des Aufsatzes auf und er ist so schön. Also er ist schwarz mit goldener Hardware. Hier haben wir das wunderschöne Stück. Den aktuellen, den ich habe, der ist gold mit goldener Hardware. Und das Besondere an dem Kelly-Gürtel, falls ihr den nicht kennen solltet, ist, das hier würde ich niemals um meine Hüfte rumbekommen oder um die Taille oder so. Aber der ist verstellbar zwischen 60 und 100 Zentimetern. Und das ist letztendlich auch einer der Hauptgründe, weshalb ich mich für diesen Gürtel entschieden habe und nicht für den Celine-Gürtel. Den Celine-Gürtel, ich blende euch den hier auch nochmal ein, weil euch ja auch interessiert hatte, wie jetzt so meine Journey dazu ist und wie der auch aussieht. Und ich hatte den jetzt die Woche auch im Alsterhaus anprobiert, als ich da gewesen bin. Das habt ihr im Vlog auch schon gesehen. Und ich hatte diesen Gürtel an und der ist wunderschön. Der ist auch dezent, er hat nicht so ein großes Logo, nur so leicht. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon den Gucci-Gürtel und der hatte natürlich ein sehr, sehr krasses Logo an der Stelle und das ist nicht mehr so ganz mein Stil. Ich mag es momentan sehr gerne dezent und ich hatte diesen Celine-Gürtel an und der saß super, aber ich könnte den nicht so vielfältig einsetzen wie den Kelly-Gürtel. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich den Größen verstellen kann. Das heißt, ich kann den auch mal über ein Kleid im Sommer tragen, wie ich den Kelly-Gürtel auch ein, zwei Mal diesen Sommer getragen habe, weil ich den dann auf die Taille entsprechend anpassen kann, dadurch, dass das hier hinten so verstellbar ist. Und ich kann ihn aber auch super jetzt hier auf der Hüfte tragen. Und ich habe ja noch einen dritten MS-Gürtel, nämlich meinen allerersten, den Constance. Den kann ich momentan nicht tragen, weil er mir zu groß ist.
Habe ich abgenommen? Nein, ich glaube, ich habe sogar eher zugenommen, seit ich den gekauft habe. Aber ich trage die Hosen nicht mehr auf der Hüfte, sondern eher in der Taille, weil ich vorwiegend schicke Hosen trage und eigentlich keine Jeans. Und die Jeans, die ich trage, darauf trage ich eigentlich keinen Gürtel, weil ich den Look mit Gürtel, bei den Jeans zumindest, die ich habe, ja, brauche ich da irgendwie nicht so unbedingt. Und deshalb kann ich den momentan nicht tragen, weil der ist 95 cm. Der passt bei mir auf der Hüfte gut. Aber egal, wo meine schicken Hosen enden, ich komme hier nicht mal ins letzte Loch. Ich bräuchte da einen 90er. Und ich hatte den Celine-Gürtel gestern auch in 90 anprobiert. Das wäre für mich die richtige Größe gewesen. Und wie gesagt, es war dann wirklich die Entscheidung dann für den Kelly-Gürtel. Er ist zwar nochmal, ich glaube, sogar genau 300 Euro teurer. Der Celine-Gürtel kostet 450 Euro. Beides wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe mich gefragt, welchen Gürtel würde ich denn in 5 Jahren noch tragen. Und beim Kelly-Gürtel könnte ich sofort sagen, auf jeden Fall, weil der ist schlicht, der hat kein Logo, der hat hier diese wunderschöne Kelly-Schließe, wunderschön. Der Celine-Gürtel dahingegen hat halt dieses CC-Logo da mit drin. Und ich finde, das ist zwar sehr dezent und wunderschön, aber ich konnte für mich nicht klar beantworten, ob ich den in 5 Jahren noch genauso toll finde. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann gehe ich erstmal mit dem Stück, bei dem ich mir sicher bin, dass ich den in 5 Jahren noch tragen werde. Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Geschmäcker können sich verändern, aber ich gucke da immer einfach auf meinen aktuellen Geschmack. Ja, der goldene Gürtel ist witzigerweise von innen und außen gold und der schwarze Gürtel ist hier von innen gold und von außen dann natürlich schwarz. Denn man kann ihn aber auch jetzt nicht wenden, weil sonst würde eigentlich die Schnalle hier die ganze Zeit in den Bauch drücken. Also das dazu, wieso ich mich für den Kelly-Gürtel entschieden habe und nicht für den Celine-Gürtel. Und ich bin gestern mit dieser Tüte nach Hause gegangen und es hat sich so gut angefühlt, diese Entscheidung zu haben. Und vor allem, ich habe diese Entscheidung vor ein paar Wochen getroffen. Ich hatte auch, als wir jetzt auf Bali gewesen sind, wir sind ja über Dubai geflogen, hatte ich am Dubai Airport tatsächlich den Gedanken, dass man am Flughafen bestimmt Kelly-Gürtel bekommen würde, weil die sind ja überall ausverkauft. Man kommt nirgendwo an Kelly-Gürtel ran. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Sommerfarben gibt. Auf der Webseite gibt es auf jeden Fall noch zwei, zumindest zuletzt Etoupe und noch irgendeine andere Farbe. Aber so schwarz und gold ist nirgendwo verfügbar. Und in Dubai dann leider auch nicht. Ich hatte wirklich große Hoffnung in diesen Flughafen gesteckt, weil ich gedacht habe, naja, am Flughafen, aber nein. Nicht an diesem Flughafen zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Weder auf dem Hinflug noch auf dem Rückflug. Und als ich diese Woche in der Stadt gewesen bin, bin ich hingefahren, weil ich ein paar Stücke bei Eileen König anprobieren wollte. Ich wollte im Alster House Burberry Trenchcoats anprobieren. Und hatte ich noch was? Nee, also und ich wollte noch bei MS einfach nur den Celine-Gürtel wollte ich anprobieren. Und ich wollte bei MS einfach nur, weiß ich gar nicht, ich habe irgendwie nachgefragt. Ich bin da irgendwie reingegangen und habe nachgefragt. Und jetzt kam mir zur Story, wie das gestern gelaufen ist, weil, wie gesagt, der ist ja eigentlich ausverkauft. Und ich bin in diesen Laden rein und ich hatte diesmal wirklich eine nette Verkäuferin. Und die sag schnell. Und dann sprach ich sie an und habe gesagt, Mensch, ich habe den goldenen Kelly-Gürtel, ich trage den so, so viel. Und ich hätte den so gerne noch in schwarz, ob einer da wäre. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass einer da wäre. Und dann sagte sie, die sind überall ausverkauft momentan, aber ich gucke nochmal im System. Und dann merkte man richtig, wie sie sehr bestimmt sagte, also laut System sollen wir einen haben, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich gehe mal nach hinten. Und dann war sie, glaube ich, 10 Minuten hinten. Also sie war recht lange hinten auf jeden Fall. Wo ich schon dachte, was macht sie denn da hinten? Und dann kam sie mit einer orangefarbenen Box raus, die sie schon anfing auszupacken. Und da schlug mein Herz so total höher. und dann kam sie auch mit den Worten quasi raus. Also ich glaube selber nicht, aber wir haben hinten tatsächlich gerade einen reinbekommen. Und da steht ja noch kein Name dran oder so. Also hier, probieren Sie ihn gerne an. Ich habe ihn gar nicht anprobiert, sondern habe mir den nur angeguckt, ob da alles in Ordnung ist. Und habe ihn dann mitgenommen. Und ich hatte ja im Frühjahr, als wir in Marbella waren, mir die MS Oran-Sandalen gekauft in 42 und dann leider über die Zeit festgestellt, dass es
dass sich das nicht an meinen Fuß anpasst, dass mein Fuß einfach eine Nummer 43 bräuchte, die es nicht gibt. Und habe mich dann sehr, sehr schweren Herzens dazu entschieden, den Schuh zu verkaufen. Und der ist ja auch an jemanden von euch gegangen. Und ich habe übrigens vor, weiß nicht, 2 Wochen müsste das jetzt her sein, wenn ihr dieses Video seht, mal ein Video gemacht. Alle Designerstücke, die ich in der Vergangenheit besessen habe und verkauft habe und warum. Falls euch das nochmal interessiert, weil ich finde das immer eine sehr gute Review. Weil etwas, was für mich nicht funktioniert hat, kann ja aus den Gründen, warum es für mich nicht funktioniert hat, für euch funktionieren. Oder es hilft euch nochmal in der Entscheidung, wie wichtig euch diese Aspekte sind bei euren eigenen Käufen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und jetzt bin ich gerade vom Pfad abgekommen, was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen? Ja, auf jeden Fall. Ach genau, auf jeden Fall habe ich, als ich diese Sandalen dann verkauft habe, das Geld die ganze Zeit jetzt beiseite gelegt gelassen und habe das plus noch ein bisschen Erspartes jetzt investiert in diesen Gürtel, um mir den leisten zu können. Weil einfach so vom Monatsgehalt könnte ich mir den nicht einfach leisten. Aber das vielleicht auch nochmal, weil ich weiß, dass euch immer nochmal interessiert, woher ich das Geld nehme, mir solche Stücke teilweise leisten zu können. Und zum Thema, wie trage ich meine Kelly-Gürtel? Wie gesagt, im Sommer habe ich den auch einige wenige Male auf einem Kleid getragen. Für mich sind das tatsächlich Gürtel, die ich vorwiegend auf den schicken Hosen gerne trage, weil ich auch eher so ein Hosentyp bin. Und das Outfit, was ich jetzt beispielsweise anhabe, wäre prädestiniert für beide Gürtel. Ich habe hier meine Seidenbluse von Lily Silk an. Die verlinke ich euch auch unten gerne nochmal. Die ist so schön, die trägt sich so, so toll. Die Qualität ist echt super. Und ich habe da auch einen Rabattcode, findet ihr alles unten in der Infobox. Dann der goldene Kelly-Gürtel und meine schwarze Bayerling-König-Boy-Hose, die ich rauf und runter trage. Und wo die beige Schuhe-Wollhose jetzt auf meiner Wunschliste für dieses Jahr auf jeden Fall noch steht. Die muss auf jeden Fall noch einziehen, weil ich trage die schwarze so, so viel und ich sollte vielleicht auch mal eine andere Hose tragen. Muss ich nicht, aber möchte ich gern. Genau, also so würde ich beispielsweise den Kelly-Gürtel stylen. Oder auch, was ich auch total cool finde, gleiches Outfit, anderes Oberteil. Jetzt kommt die Winterzeit. Momentan haben wir Herbst und Winterzeit. Das heißt, man fängt an, auch wieder mehr Pullover zu tragen. Und ich habe hier diesen Merino-Wolle-Pullover beispielsweise von COS. Super, super schön. Merino-Wolle ist auch immer nicht so kratzig. Also bei mir kratzt sie nicht. Ich bin da sonst eher empfindlich. Und Merino-Wolle ist wirklich, passt für mich immer sehr, sehr gut. Und die... an denen beispielsweise jetzt auch in Kombination mit der Boyhose, mit dem schwarzen Gürtel, so ein komplett schwarzes Outfit, finde ich auch richtig schön, so monochrom mag ich ja sowieso immer mal ganz gerne. Habe ich in letzter Zeit total selten getragen, muss ich irgendwie gestehen, aber finde ich total schön. Oder man könnte natürlich auch einen kleinen Bruch reinbringen und den goldenen Gürtel dann tragen, um so ein bisschen Kontrast zu schaffen in den oberen und unteren Parts. Ja, also auch schicken Hosen, super schöner Style, sowohl mit schicken Blusen als auch wie gesagt mit Pullovern, mit Knitwear oder auch mit langen Cardigans drüber, wenn man ein T-Shirt drunter hat. Ja, super schön und ich bin mir sicher, euch fallen noch viel, viel mehr Einsatzvarianten ein. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und lasst mich mal wissen, wer von euch jetzt richtig gelegen hat, ob es der Celine oder MS-Gürtel war. Aber der Celine-Gürtel, der war auch wirklich schon... Ah, der war schon sehr stark auch auf meiner Wunschliste vertreten. Ich finde ihn nach wie vor auch super, super schön. Aber auch so aus praktischen Gründen, wie gesagt, ist es der Kelly-Gürtel jetzt geworden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben, und bis bald. Mua.